Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf eines Multicorer achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir nun zu unserem ersten Tipp. Hier geht es um das Material eures Multikochers. Das Gehäuse besteht in der Regel aus gebürstetem Edelstahl. Außerdem verfügt ein Multikocher über eine automatische Warmhaltefunktion. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Ein Timer ist sehr hilfreich, denn damit kann man manuell die Kochdauer bestimmen. Sie brauchen dann nichts mehr zu tun, bis das Signal ertönt. Tipp Nummer 3. Auch die Größe eures Multikochers spielt eine wichtige Rolle. Für einen Single-Haushalt oder eine kleine Familie eignet sich ein Multikocher mit einem Fassungsvermögen von 2 bis 3 Litern. Für Großfamilien braucht es ein größeres Modell mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 6 Litern. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Multikocher gibt es auch mit tollem Zubehör, zum Beispiel Multikocher mit WLAN. Da ist der große Vorteil, dass man die Geräte per App im Handy steuern kann. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt günstige Multikocher schon ab so ca. 60 Euro zu erhalten, aber auch teurere, hochwertige Modelle so um die 300 Euro. Kommen wir nun zu unserer nächsten, sechsten Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eures Multikochers. Die ist zum Glück sehr einfach. Ihr könnt den Innentopf einfach herausnehmen, unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen und das Gehäuse einfach mit einem ganz normalen feuchten Lappen abwischen. Mehr Infos zum Thema Multikocher bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns natürlich gigantisch freuen.